Genau. Also das gute Video heißt Das verstörende Experiment Universe 25. Ja, eigentlich kurz gesagt, wo bin ich hin? Klein Moment. Kurz gesagt, es geht darum, dass, ja, wie wird unsere Menschheit enden, wenn wir genau so weitermachen wie jetzt? Da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat ein Experiment mit Mäusen gemacht. Aber er hat den Mäusen nicht wehgetan oder so, oder hat mit denen ganz schlimme Dinge gemacht, wie die im Wasser schwimmen lassen ohne Zukunft. Ja, nee, um Gottes Willen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Es ist einfach krass. Genau, also es ist ja das verstörende Experiment. Und es ist echt, es zeigt, was mit unserer menschlichen Gesellschaft passiert wird, wenn wir einfach so weitermachen. Schauen wir einfach mal rein, ne? Mach mich mal ein bisschen kleiner, dann. Ja, besser, ne? Gut, auf geht's. In einer Welt, welche vom ständigen Hunger bedroht ist und mit Überbevölkerung zu kämpfen hat, ist die Frage nicht fern, wie es in Zukunft weitergehen soll. Immer mehr Naturkatastrophen fordern Menschenleben. Ungleiche Verteilung von Nahrungsmitteln führt zu verhungernden Kindern und Erwachsenen auf der einen und zu massenhafter Nahrungsmittelvernichtung auf der anderen Seite. Fast jedem ist Schon allein das ist ja übel, ne? Wir schmeißen so viel Essen weg, aber wirklich richtig viel. Och, das ist gestern abgelaufen, ich schmeiß es weg. Ah, es gibt Menschen auf der Welt, die würden dafür sterben, wirklich. Wir sind so eine Wegwerfgesellschaft geworden, das ist einfach übel. Aber genug. Mittlerweile klar, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir leben in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft, dessen Ressourcen sich langsam dem Ende zu neigen. Vor langer Zeit mussten sich auch die Menschen in unseren Breitengraden um das nackte Überleben kümmern. Nahrungsmittelsuche und das Bauen von Schutz vor Feinden beanspruchte fast unsere gesamte Zeit. Ja, coole Sache auf jeden Fall, das Video. Konsum durch Luxus. Heute jedoch reicht ein Gang in den Supermarkt, um eines der Grundbedürfnisse zu befriedigen, und ein Kredit bei der Bank, um ein Eigenheim zu finanzieren. Ob dabei Shopping, Essen gehen, Reisen oder Sex, bei allen handelt es sich um einen Zeitvertreib. Ja, es ist ja nichts mehr, was wir machen müssen. Wir müssen nicht mehr jagen gehen, ums Essen zu kriegen. Ja, es ist einfach da. Gehst in den Supermarkt und gehst einkaufen. Hast es in der Tasche. Musst es nicht jagen, musst es nicht dein Leben riskieren und es hat auch nicht viel Zeit gekostet. Früher war das ein bisschen anders. Und so setzt man ja auch die Prioritäten dann anders um. Oh je, oh je. Welcher uns zu der Gesellschaft macht, die wir sind. Auf diese Weise verbrauchen wir die uns gegebenen Ressourcen jedoch oftmals verschwenderisch und rücksichtslos. Ja. Ein Experiment von hoher Bedeutung. Viele sind der Meinung, dass es nicht mehr lange so weitergehen kann. Arten sterben aus, Böden werden unfruchtbar, während sich die Menschheit immer weiter ausbreitet. Dieses Problem wurde schon vor einigen Jahren erkannt und erforscht. Das Experiment Universe 25 zeigt die verheerenden Ausmaße einer Überbevölkerung, die sich nicht um lebensnotwendige Dinge kümmern muss. Ja, wie gesagt, die haben andere Probleme wie, oh mein Gott, habe ich genug Follower? Ja, das sind die Probleme, die wir heutzutage haben, ne? In diesem Video soll es um dieses Experiment gehen und um die Frage, was sein Ergebnis für unser Leben heutzutage zu bedeuten hat. Leben auf engem Raum, mit allem, was es zum Überleben braucht, das wurde in Universe 25 auch den Mäusen in ihrem Gehege geboten. Wie es ablief. In den 70er Jahren beobachtete Ethologe und Verhaltensforscher John B. Calhoun den Anfang von dem, was wir heute schon nahezu als Krise erkennen können. Cooler Typ, ne? Der hat das schon. Ich meine, in den 70ern war das alles noch nicht so ausgeprägt wie jetzt, die Gesellschaft. Ich meine, da habe ich zwar noch nicht gelebt, aber ich habe ja zumindest die letzten 38 Jahre mitbekommen, wie es geht halt immer schlimmer. Ich meine, für uns ist es schön, es wird immer in der westlichen Welt attraktiver, man hat alles, was man braucht, man geht raus und alles ist schon da. Ach, ja, aber so ist es eigentlich nicht richtig. In den zahlreichen Industrieländern stehen den Menschen alles Lebensnotwendige und sogar noch mehr zur Verfügung. Sie leben im Überfluss und kennen teilweise keine Grenzen mehr. Da sie sich nun nicht mehr um ihr Überleben kümmern müssen, verbringen sie die übrige Zeit anders, mit gesellschaftlichen Freuden und Fortpflanzung. Denn wer ein sicheres Nest hat, ist eher bereit, eine Familie zu gründen. Calhoun wollte dieses Verhalten und seine Folgen näher erforschen und erschaffte so ein eigenes Universum, das Universum 25. In diesem sollten weiße Mäuse leben und alles geboten bekommen, was sie zum Leben bräuchten.
In dieser utopischen Welt gab es keine Feinde und Fressen sowie Trinken gab es im Übermaß. So wie bei uns in der westlichen Welt. Wir haben auch alles. Alles. Im Überfluss. Da wird so viel weggeschmissen. Ich meine, allein wenn man in den Supermarkt geht, das Fleisch, was da rumliegt, das wird nicht alles verkauft. Der Rest, der landet im Müll. Traurig, aber wahr. Bei einer konstanten Idealtemperatur von 20 Grad und vorhandenem Nistmaterial lebten die Mäuse in einer großen Box mit Platz und Versorgung für etwa 3000 Mäuse. Bis zu 3000 können es werden. Die Mäuseelite. Die ersten 4 Zuchtpaare wurden vom National Institute of Health bezogen und auf absolute Gesundheit geprüft. Sie sollten der Beginn eines außerordentlichen Experiments sein, welches in Bezug auf unser Leben verdeutlichen sollte, worin unsere Art und Weise zu leben enden wird. Man könnte sagen, wir in den industrialisierten Ländern leben in einer Utopie. Alles, was wir für ein sorgenfreies Leben brauchen, wird uns geboten, sodass wir uns mit nichts Überlebensnotwendigem beschäftigen müssen. Genau. Aber wirklich gar nichts. Außer atmen. Ja, außer atmen, ne? So lebten auch die Mäuse. Sie hatten sogar noch ein weit elitäreres Leben, denn durch die strenge Überprüfung auf Krankheiten lebten sie mit einem Feind weniger. In ihrem neuen Lebensraum führten 16 Tunnel zu den vielen Futterplätzen und es waren 256 Apartments geboten. Die Vermehrung. Da den Mäusen alles geboten war, was sie für ein ungestörtes Leben benötigten, fingen sie nach 104 Tagen der Eigengewöhnung an, sich zu reproduzieren. Ihr Zeitvertreib bestand nun aus Fortpflanzung, denn ihr Instinkt legt ihnen dies als nächstes Notwendiges dar. Die ersten jungen Mäuse entstanden und wurden von ihren Müttern großgezogen. Die perfekte Versorgung führte jedoch zu einem exponentiellen Bevölkerungswachstum. So wie bei uns auch. Unser Planet explodiert ja auch gerade und bricht aus allen Löchern raus und kein Ende in Sicht. Boom. So verdoppelte sich diese aller 55 Tage. Mit dem Zuwachs an Mäusen machte sich schon das erste Phänomen bemerkbar. Umso mehr Mäuse in diesem Universum lebten, desto weniger kümmerten sich die Mütter um ihre Babys. Immer weiter vermehrten sie sich in der sogenannten Exploit Period. In den 250 Tagen dieser Phase lebte die Population in einer Utopie. Doch diese sollte nicht mehr allzu lange andauern. Bis zum 315. Tag hatte sich ihre Anzahl auf 620 erhöht. Von da an ging die Vermehrung stark zurück, die Geburtenrate sank auf ein Drittel von dem, was sie bis dahin aufwies. Equilibrium Period. In dieser 300 Tage andauernden Phase ging die Vermehrung deutlich zurück. In manchen Regionen wurde mehr, in anderen weniger konsumiert. Dies führte zu einer ungleichen Nahrungsmittelverteilung. So wie es jetzt gerade ist. Der oberste Teil der Welt hat so ziemlich alles und der unterste Teil im Süden hat so, ne, nicht mehr ganz so viel, ne? Was wir genauso von uns Menschen kennen. Die Mäuse begannen die Futterstellen mit dem Kontakt zu anderen Mäusen zu verbinden, wodurch sich dort größere Gruppen bildeten. Die jüngeren Nachkommen jedoch hatten kein verfügbares Territorium mehr, da alles schon unter den anwesenden Mäusen verteilt war. Sie zogen sich zurück und nahmen weniger am gesellschaftlichen Leben teil. Bald schon begann sich das natürliche Gleichgewicht aber wieder einzustellen. Durch das Fehlen von Ausweichmöglichkeiten und engen Kontakt an Futterstellen kam es häufiger zu Aggression und Gewalt. Die Mäuse griffen sich untereinander an, bissen sich blutig und trugen vernarbte Schwänze davon. Von dem schönen, weiß gepflegten Fell war immer weniger zu sehen. Die Nachkommen dieser Zeit wuchsen in einer gefährlichen Gesellschaft auf. Das Fehlen von natürlichen Feinden führte zu einer Feindschaft untereinander. Die Mütter verloren nicht nur das Interesse an ihren Babys, sie verstießen sie sogar oder töteten die Kleinen. Bei den desorientiertesten Gruppen, so stellte Calhoun fest, lag die Säuglingssterblichkeitsrate bei bis zu 96%. Alter, muss man sich mal reinziehen, ne? 96% der Neugeborenen sterben einfach, werden zurückgelassen oder aufgegessen. Übel. Ach, das ist eigentlich, man kann sagen, das ist fast alles. Dieses erschreckende Ergebnis deutet auf die fehlenden Mutterinstinkte hin, welche die Mäuse über die Zeit hinweg verloren zu haben schienen. Die Beautiful Ones. So entwickelte die neue Generation ein eigenes Sozialverhalten. Sie schotteten sich von der Gruppe ab und blieben alleine für sich. Weder zeigten sie Interesse an der Vermehrung noch an Kämpfen. Die neue Generation, das war die ohne Verletzungen, mit schönem weißen Fell, gesundem Körper und unvernarbten Schwänzen. Deshalb erhielten sie den Namen Beautiful Ones. Kann man eigentlich vergleichen mit der Generation, die jetzt gerade kommt. Die haben auch, die sitzen auch den größten Teil daheim vom Rechner, vom Handy. Rausgehen wie früher ist nicht mehr so, spielen gehen draußen, es ist alles nicht mehr, ne?
Man ist ja fast nur noch daheim bei irgendjemandem oder bei sich daheim, zockt. Es ist traurig, aber wahr. Und das sind eigentlich sind wir oder die nächste Generation, die jetzt gerade kommt, the beautiful ones. Übel, klingt komisch, ist aber so. Dieser Begriff ist seither von Calhoun geprägt worden. Das Ende. Als die Population eine Anzahl von 2200 Mäusen erreichte, ging es rapide bergab mit. Ja, also die haben nicht die 3000 erreicht, obwohl das Essen dafür da gewesen wäre. Die haben sich praktisch vorher selbst vernichtet. Der Anzahl. Auch wenn die Unterkunft für 3000 Mäuse ausgestattet war und Nahrungsmittel genug für diese Boot, wurde diese Zahl nie erreicht. Aufgrund von mangelndem Platz rückten die Mäuse immer näher zusammen, denn etwas anderem blieb ihnen teilweise nicht übrig. Wie in einer anonymen Großstadt jedoch führte dies keineswegs zu ausgeprägterem Sozialverhalten. Die Mäuse wussten nichts mehr miteinander anzufangen. Ja, ist ja bei uns ähnlich. Wenn wir in der Stadt sind, da sind Hunderte, Tausende Menschen, aber wir laufen einfach an denen vorbei. Keiner quatscht den anderen an. Man kennt sich rein zufällig, aber ansonsten kein Interesse an sozialen Kontakten, den anderen kennenzulernen. Das ist ja eigentlich so. Zum größten Teil zumindest. Waren sozial komplett ungebildet. Die Anonymisierung folgte der Unfähigkeit, mit dem Kontakt zu so vielen Einzelnen umzugehen. Die nun folgende Phase sagt mit dem Namen DIE Phase alles aus. Die Aggressivität untereinander machte eine Weitervermehrung fast undenkbar. Die zusätzliche hohe Sterberate führte schlussendlich zum völligen Aussterben der gesamten Population. Das Aussterben war dabei jedoch nicht unbedingt das Ergebnis haltloser Aggression, denn bei den letzten Generationen fanden keine Kämpfe mehr statt. Genauso wenig wie sich die Jüngsten für Revierbildung interessierten, war auch die Paarung kein Teil ihrer Interessen mehr. Ja, es ist nur noch nebenbei. Ist ja bei uns heutzutage auch schon. Man vögelt ja nicht mehr, um Kinder zu kriegen. Es ist ja eigentlich nur so aus Spaß mal nebenbei. Sonst, so ist es dann bei denen auch. Die haben das vollkommen verlernt, hatten keine Lust mehr, hat keine Rolle mehr gespielt, Kinder zu kriegen. Haben ja Essen gehabt, mussten das... Wofür? Jede Maus lebte für sich zurückgezogen, lediglich zum Fressen in ihrem kleinen Bereich und hatte keinerlei Interaktion mit den anderen. Die meiste Zeit verbrachten sie mit der Pflege ihres schönen weißen Fells. Daher der Name Beautiful One. Die Verhaltenssenke. Mit dem Ausdruck Behavioral Sink, also Verhaltenssenke, drückte er die Destruktivität einer Gesellschaft mit Überbevölkerung aus. Es gibt demnach eine Dysfunktion des Verhaltens, welche allein dadurch zustande kommt, dass zu viele einer Art auf zu engem Raum existieren. Dabei drückt der Begriff Senke eine gewisse Hoffnungslosigkeit aus. Ja. Diese entsteht, da laut seiner Theorie ab diesem Moment, wo Behavioral Sink festgestellt wird, keine Hoffnung auf das Vermeiden des Aussterbens mehr. Ja, ist vorbei. Kann nicht mehr rückgängig gemacht werden ab dem Punkt. Besteht. Was bedeutet das jetzt für uns Menschen? Die Mäuse lebten genau das, was wir in der industriellen Welt selber leben. Jetzt gerade. Nur führt diese Lebensweise schnell zu unvermeidbarer Zerstörung der gesamten Population. Eine Zukunft, die auch uns bevorstehen könnte. Dieses Experiment war auch bei weitem nicht das erste von Calhoun. Seit den 1940ern hatte er immer wieder ähnliche Forschungen angestellt und war jedes Mal zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Ja. Da stellt sich die Frage, läuft unsere Zukunft unvermeidlich auf dasselbe Ende zu? Was denkt ihr? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ist das schon das Ende oder ziehen wir unseren Hals nochmal aus der Schlinge raus? Ich glaub's eher nicht. Wir werden vielleicht das Ende nicht miterleben, also ich zumindest nicht. So lange wird's noch dauern, aber ich denke, es ist schon vorprogrammiert. Ich meine, Mäuse sind in Sozialverhalten so ziemlich ähnlich wie wir. Deswegen, da kann man schon ableiten, was da passiert. Und es ist sehr traurig. Und nur wir können es ändern. Wir. Ja, auch du. Nicht nur ich, auch du. Aus Calhouns Experiment lässt sich eines ganz deutlich schließen. Unser Leben auf der Erde muss sich ändern. Die Mäuse haben deutlich gezeigt, auf was wir gerade zusteuern und wie unser Ende aussehen könnte. Die Menschen rotten nicht nur Millionen von anderen Lebewesen aus. Ja, das ist ja das Schlimme. Würden wir uns nur selber ausrotten? Ach, egal. Gibt genug andere Lebewesen. Das Schlimme ist, bis wir weg sind, haben wir den Rest vorher schon ausgerottet. Traurig, aber wahr. Sondern am Ende auch sich selbst. Und wir wollen keine Generation ohne Sozialleben, die sich nur in ihre Zimmer zurückzieht und für sich ist. Doch genau das entsteht schon teilweise. Viele der Jugendlichen verbringen die meiste Zeit an digitalen Geräten, anstatt mit ihren Freunden rauszugehen. Servus, Rice95, moin moin, alles fit.
Das ist der erste Schritt hin zur letzten lebenden Generation, den Beautiful Ones. Ja, deswegen, wir und die nächste Generation sind eigentlich the Beautiful Ones. Wir haben alles andere im Kopf, außer zu überleben. Was wir brauchen, ist Aufmerksamkeit. In diesem Video haben wir dir nun das Experiment mit seinen schockierenden Ergebnissen nähergebracht. Unzählige Leute reden über Klimawandel, Naturkatastrophen und menschengemachtes Artensterben. Im Zusammenhang mit dem Experiment Universe 25 wurde jedoch eine große Welle an Aufmerksamkeit auf diese Thematik gelenkt. Wissenschaftliche Forschungen von John B. Calhoun, der bereits 1945 begann, belegen hautnah, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Was die bisherigen Generationen bereits... Ja, und unsere Zukunft sieht nicht rosig aus, wirklich. Ich bin mir ganz sicher, man sieht es ja schon selber, was erzähle ich. Als zerstört und übersehen haben, muss von den Kommenden wieder ausgebügelt werden. Ob das gerecht ist, spielt keine Rolle, denn die Wahl haben wir nicht. Um das Ziel einer gesunden Erde und einer gesunden Gesellschaft zu erreichen, muss jeder damit aufhören, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ja. Die Bevölkerung sagt, Politiker müssen handeln und Politiker versuchen, die Bevölkerung zur Änderung ihrer Lebensweise zu bringen. Dabei ist doch jedem Einzelnen klar, es fängt bei einem alleine an. Ja, nur wir selbst können das ändern. Nur wir selbst. Am Ende kommt es darauf an, was du aus deinem Leben gemacht hast, wie du gelebt und wem du geschadet hast. Jetzt fehlt es nur noch an der Umsetzung. Ich denke, wir sind soweit, es zu versuchen. Wir sind soweit, ein gesünderes Leben zu führen. Und mit diesen Worten vielen Dank fürs Zuschauen. Klick hier auf eins der Bildchen und schau dir ein weiteres spannendes Video an. Ja, krass, ne? Tja, was lernen wir daraus? Tja, wahrscheinlich am Ende nichts, weil wir Menschen sind. Wir sind Gewohnheitstiere und wir machen immer das, was die Mehrheit macht. Ist traurig, aber wahr. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Krasses Video aber, wirklich krass. Ja. Ich packe den Link damit dann mal mit unten in die Beschreibung rein, wenn ich es dann auf YouTube hochlade. Aber einfach traurig, oder nicht? Das ist, ja. Das macht einen schon fast sprachlos. Aber gut.